hören das Leuchtfeuer, den Podcast von Walter Spatz und Timo Beil. Folge 31, Ding. Mein Name ist Timo Beil. Hallo liebe Zuhörer, hier meldet sich das Leuchtfeuer, Folge 31, Ding. Wie immer mit Walter Spatz und Timo Beil. Hallo Walter. Hallo Timo. Du kamst an und wolltest Ding machen und ich habe mich erst gewundert. Und dann sagst du, du hättest einen Artikel gelesen, in dem war die Rede davon, dass die Menge der menschengemachten Dinge auf dem Planeten rein massemäßig jetzt die Biomasse überstiege. Das regte dich zu Gedanken an. Magst du das näher ausführen? Da ist sicherlich der Unterschied drin zwischen Menschen und Natur gemacht und auch ein bisschen das Thema Wirkung. Das ist ein menschengemachtes Ding in der gleichen wie ein natürliches Ding. Und wie ist das mit Tradition? Wie ist das mit dem Einweben von Mythos, der an Dinge gebunden ist auch? Kann Mythos auch an menschengemachten Dingen sich entfalten oder quasi kondensieren, sich zeigen, sich entäußern? Das sind alles so Dinge. Es ist auch die Kritik der Moderne natürlich drin, also die Überwältigung dieses widerwärtigen Systems, in dem wir stecken. Überwältigung wird ja ganz klar. Überwältigung, also ganz wörtlich, die Welt wird überschüttet mit diesen Artefakten letztendlich. Und dann aber auch der Spannungsbogen da drin, ist etwas, was aus natürlichen Bestandteilen gemacht ist, besser, schlechter als etwas, was aus der Biochemie kommt oder nur chemisch ist. Ist Chemie nicht auch natürlich, weil die Moleküle ja natürlich sind? Das sind alles Fragen, die da drin stecken. Wunderbar. Walter, ich glaube, wir dürfen uns jetzt nochmal direkt ans Publikum wenden, liebe Zuhörer. Und dazu gleich die übliche Zensuransage. YouTube und so zensieren uns natürlich auch. Sie finden die vollständige, komplette Serie des Leuchtfeuers auf Walters Profil bei VK. Sie finden es auch auf meinem, Timo Beil, bei VK. Und natürlich die jüngeren Folgen auf dem Funken. All das, wie immer, mit Weltnetzverbindungen und Links in der Beschreibung des Videos, weiter unten. Und jetzt zu dir, Walter. Was mir da gleich einfiel, eine ganz materielle Frage. Wir neigen ja immer dazu, uns zu vergeistigen, das wollen wir heute auch tun. Aber wie du da eben beschrieben hast, das übersteigt die Menge der Biomasse und ist die Chemie denn nicht auch natürlich, weil immerhin sind ja die Elemente vorfindlich oder wir beschreiben sie so. Wie kommt man auf diese Zahl? Es ist auch sozusagen alles Brot, das wir backen, alles Fleisch, das wir essen, das ist ja auch Biomasse. Wir erzeugen ja selber auch Biomasse. Und wo rechne ich das dann? Ist die Biomasse, die wir selber erzeugen, die wir selber sind, nun Biomasse oder von Menschen gemacht? Das ist natürlich eine Frage des Denkens, wie man da die Statistik auffasst. Ob das das Natürliche, also du sagst, dass das Natürliche ist auch reproduziert, habe ich dich richtig verstanden? Ja? Also dass das natürlich Gemachte ja auch immer weiter wächst an Zahlen. Es ist ja nicht so, dass er stagniert. Also beispielsweise, ein Baum wirft ja sein Laub ab, dann liegt im Herbst das Laub da, aber dann macht er wieder neues Laub und schmeißt es wieder ab und wieder neues Laub. Also es kommt ja immer ein Laub dazu. Ja? Also die Natur potenziert sich ja auch in Masse. Du hast hier einen Apfel auf den Tisch gelegt. Dieser Apfel ist ja nun letztendlich auch ein Produkt der Nahrungsmittelindustrie. Also den hast du im Supermarkt gekauft. Ich glaube nicht, dass du den gepflückt hast. Oder gehen wir mal davon aus, dass du ihn im Supermarkt gekauft hast. Ja. Ist der nun Biomasse oder ist der Industrieprodukt? Biomasse. Okay, cool. Also ich glaube, dass wirklich das tote Zeug gemeint war in diesem Artikel. Okay. Nicht lebend, totes Zeug. Stühle, Tische, Fernseher, Lautsprecher, Computer, Verpackung, Schuhe, Verpackung. Weiß der Kuckuck. Das ganze Programm, Autos, Motorräder.
Einkaufswagen, Schornsteine. Weißt, also wenn man einmal anfängt, das aufzuzählen, was hier alles an Gerümpel überall ist, da gibt es kein Ende. Na klar, das heißt, wenn wir da irgendwie einen Griff dran kriegen wollen, wenn wir das überhaupt erstmal in den Blick bekommen wollen, dann müssen wir natürlich auch jetzt, schlagen wieder die Philosophen zu, unser Denken hinterfragen. Weil all diese Dinge haben wir ja aus Notwendigkeit erzeugt. Es ist ja nicht so sehr der Wille. Ich will, dass es jetzt ganz viel Verpackung gibt. Ich will, dass es jetzt ganz viel Computer gibt, sondern das machen wir ja aus Notwendigkeit. Wenn wir eine Ausrede für die Notwendigkeit wollen, nennen wir das Gesetz des Marktes. Und solange wir in diesem Denken drin stecken, bekommen wir das Ding, glaube ich, nicht ins Bild. Ja, deshalb meine ich ja, das ist ja eine Moderne, modernes irgendwie, ein Symptom der Moderne, dass man diese Produktion und den Markt da nach vorne schiebt. Das ist ja angelsächsisch Teufelszeug für uns Preußen. Mhm. Dagegen, da schlagen wir ja ein seit wie viel hundert Jahren, seit Goethe und noch weiter vor, viel weiter. Vorher schlagen wir auf das alles schon ein. Und das könnte ja auch ein Plot in dieser Serie sein, in dieser Folge heute. Es ist eine moderne Kritik hier drin. Und wir versuchen natürlich einen Bestandteil, wie üblich, dazu zu leisten, dass die Moderne kollabiert. Das will ich ja wohl hoffen. Dass unsere Arbeit dazu beiträgt, dass das hier alles zerbirst. So schnell wie möglich. Also, und dann müssen wir aber sagen, was bleibt danach übrig? Ja. Und da habe ich hier einen schönen Text, der uns zeigt, was eigentlich Ding ist. Und was also quasi wieder das uneigentliche und eigentliche Ding ist. Und dreimal darfst du raten, von wem der ist, der Text. Mhm. Vom Meister Heidegger. Das ist auch der einzige Text, den ich heute mit habe, weil das Substanz genug ist. Wir sind im Jahre 1950. Und Heidegger hält den Vortrag Das Ding. Und fängt an mit einer Art Medienkritik, was ich interessant fand. Meine kleine Anekdote, ich habe das auch auf Twitter zum Besten gegeben. Wir sind ja jetzt 2021, Januar. Ich habe vor, wann waren das? Vor ein paar Tagen, weiß ich auch nicht. In der Dunkelheit, eine junge Frau, ein junges Mädel kam mir entgegen. Ein Mantel, der zu lang war und zu groß für sie. Also schlank, zierlich, vielleicht 15 Jahre alt. Schuhe mit Plateausohlen, grotesk, weiß, hoch, dann dieser Mantel fast bis zu den Schuhen runter, auch weiß, zu groß. Weiße Kopfhörer auf, im Durchmesser so groß wie fast der ganze Kopf dieses Mädchens. Und dann so eine Maske, Maske vor dem Gesicht, das tatsächlich bis unter die Augen und eine Mütze auf. Also dieses, das war geradezu dystopisch, dieses Bild. Ich sage, so läuft dieses junge Mädel rum. Da kam mir ein Mann entgegen, der auch nicht viel älter war als sie, ein junger Mann. Und der hatte eine FF, hast du nicht gesehen, Maske auf. Wahrscheinlich die Turbo-Supermaske. Die hatte nämlich zwei schwarze Eckventile. Oh. Und diese Maske bedeckte auch fast sein ganzes Gesicht. Also das ist die Dystopie. Diese zwei jungen Deutschen, die sich so verkleiden, begegnen sich im Raum. Also, da fehlen mir jetzt echt die Worte eigentlich. Also ich finde das so grotesk, in was für einer Zeit wir leben. Und naja, jetzt kommt's, jetzt lass mich mal den Bogen machen, wieso erzähle ich das alles? Diese beiden, die sich so vergewaltigen, die so weit weg sind von allem Natürlichen, Gewachsenen, Schönen, Guten und so weiter. Diese typischen irgendwie Produkte unserer Zeit. Sind es nur deshalb, weil die Medien irgendwelche Meldungen verbreiten. Also die Wirklichkeit wird ein ausschließlich aus den Medien geschöpft. Und das führt in der Realität dazu, dass diese jungen Deutschen sich so verkleiden. Und deshalb ist Medienkritik so wichtig. Wenn wir dazu beitragen wollen, dass die Moderne zerbirst, müssten wir die Medien zerschlagen. Muss man es nicht auch erstmal vor allen Dingen sehen und erkennen? Und du hattest im Vorgespräch schon in diese Richtung Erwartung geäußert. Waren die beiden wirklich junge Deutsche oder waren das junge? Das waren Deutsche. Es waren Weiße auf jeden Fall. Keine Schwarzen, Asiaten auch nicht. Ob es Deutsche waren, weiß ich nicht. Naja, wenn du schon den Heidegger androhst, wollte ich mit einem Sprachspiel einsteigen und sagen, waren es vielleicht einfach junge Dinger? Dinger? Ja, junge Dinger. Junge Dinger, ja. Das ist natürlich auch eine Ebene des Dings.
was Sexuelles, ein junges Ding. Ja, ich kenne diesen Spruch, das junge Ding. Dann die ganze männliche Perspektive, der Blick des unbewegten Bewegers auf das schaktische Geschehen der Welt. Und sie zappelt und zappelt und sie ist ein Ding. Das ist ja dieses Objektivieren, das ist das, der ganz böse, weiße, männliche Sexismus, den ich hier vorstelle. Aber den haben nur weiße? Alte Männer, ja. Nur weiße alte Männer. Ja, ausschließlich. Also ich weiß nicht, ob ich ein junges Ding zu einem Mann sagen würde. Tatsächlich war nur zu einer Frau. Wirklich. Aber ich benutze es wenig, ich habe es aber schon oft gehört, das junge Ding. Mhm. Ich sage meist, wenn ich junge Frauen sage, sage ich junges Mädel. Mädel, das ist so ein bisschen, aber ich sage nicht Ding. Ja, okay. Aber das ist interessant, dass da das Ding drin steckt. Das Ding hat natürlich gewaltige sexuelle Konnotationen. Also der Penis wird auch Ding genannt. Mhm. Im Englischen oder Schwanz, Cock, nicht? Oder? Nein, ich gebe uns lieber eine Zote. Diese klassische Frage, warum hatte Bach so viele Kinder und warum hatte Kant gar keins? Bach beherrschte die Kunst der Fuge, Kant kannte nur das Ding an sich. Also, warum man das männliche Genital auch als Ding beschreibt, absolut, sollte hiermit erörtert werden. Absolut, habe ich auch bei Frauen schon gehört, so ein langes Ding, das ist dann despektierlich. Mhm. Ein langes Ding, so Und das würde bedeuten, dass Frauen Männer auch verdinglichen. Ne? Das, aber absolut. Das also das ist jetzt interessante Retourkutsche. Du kannst sagen, der Blick eines alten weißen Mannes auf ein junges Mädchen ist als Ding. Das ist eine Verdinglichung. Aber die Frauen sagen auch, hat der ein langes Ding, oder? Wenn die Frauen sagen würden, er hat ein kurzes, würden sie nicht sagen, kurzes Ding. Nee, der hat also ein kurzen. Kurzen. Ja. Aber das ist interessant, warum Frauen das nur bei der Überlänge sagen. Das Ding ist dann offenbar auch angstbesetzt. Apropos Überlänge, magst du weiter mit deinem Zitat? Aber lass uns doch mal die sexuelle Schnittstelle machen. Ja. Denn das Dingliche oder das, was ein Ding mit dir machen kann, da steckt natürlich auch vollständig der Fetisch drin. Mhm. Also was ist ein Fetisch? Die Übertragung einer bestimmten Gefühlslage. Es muss ja nicht immer nur eine sexuelle sein. Es kann auch eine Gefühlslage der Liebe sein oder des Hasses. Der Lust ganz sicherlich auf einen Gegenstand. Fetisch, das steckt ja vollständig im Ding drin. Das ist die Frage, Fetisch, kann das auch eine Türklinke sein oder ein Stuhl von Ikea? Oder ist das immer was mit natürlichen Materialien im Sinne von Wilson, Ledon? Es gibt ja diese, ich weiß nicht, wer das mal geschrieben hat, das war eine Kritik zum Werk von Helmut Newton, dass seine Fotografie uns gezeigt habe, dass alles fetisch sein kann. Nun bin ich bei Allaussagen skeptisch, ob das wirklich alles ist, aber eine ganze Menge kann fetisch sein. Und wir wissen es zumindest bei Autonarren, bei Waffennarren, dass das ganz klar auch auf gemachte Dinger, also auf Zeug zutreffen Stimmt, kann. Stimmt, Autos, Motorräder, klar. Aber dieser Fetisch ist auch was Religiöses. Bei Naturvölkern so eine Holzstatue von Manitou, keine Ahnung. Oder so ein Reliquienkult bei den Christen. Das ist auch was Fetischhaftes, nicht? Naja, also Knochensplitter keine von katholische Kirche ohne ein Stück toten Heiligen drunter. Ja. Also interessant, da steckt alles im Ding drin, ne? Also, das heißt, das Ding macht etwas mit uns. Na jetzt, du bist doch hier der heideggerianische Wortspieler, aber ich bin vielleicht ein bisschen albern. Ist im Ding auch die Bedingung drin? Sicherlich, ne? Bedingung. Na? Bedingend. Das bedingt einander. Das bedingt auch uns. Ich verstricke mich in dem Ding, indem ich den Bedingungen folge. Ich habe einen Fetisch. Dadurch, dass ich mich auf diesen Fetisch einlasse, verstricke ich mich und folge den Bedingungen dieses Fetischs. Und dadurch ist dieses Ding bedingt mich dann. Das ist eine Art Bedienungsanleitung, dieses Bedingen. Ah, gut, ja. Du musst ja den Plattenspieler erstmal lesen, irgendwie, ja, wie geht denn das so, wie wechsle ich die Nadel, bla bla. Das Bedingen, das Einlassen ist eine Art Bedienungsanleitung. Aber es gibt eine natürliche Bedienungsanleitung, die musst du nicht intellektuell erschließen. Also wenn du einen Fetisch hast, auf Leder stehst, dann weißt du das. Die Bedienungsanleitung ist schon da. Na gut, aber es ist ein Ursache-Wirkungsdenken, was ich dann übernehme. Ja. Und das ist das, glaube ich, wo wir hier gerade rausrudern wollen oder es zumindest möchten. Denn das Ursache-Wirkungsdenken, was eben nicht das magische Denken ist. Magisches Denken, oberflächlich betrachtet, hat auch ein Ursache-Wirkungsdenken. Aber dieses Denken im Magischen ist analog. Ich habe hier die
die Tonpuppe oder die Stoffpuppe und jetzt stecke ich eine Nadel rein und deshalb geht es jetzt einer regierenden Dame schlecht oder sowas. Ne? Das ist das, was ein Voodoo-Priester macht, wenn er sich durch deutsche Außenpolitik belästigt fühlt. Er steckt Nadeln in eine Merkel-Puppe rein und das ist ein Analogieschluss. Da haben wir keine Ursache-Wirkung, so wie wir es verstehen. Ja? Das ist magisches Denken, aber diesen ganzen Kram, die unendlich vielen Billig-T-Shirts aus Pakistan oder so, die wir um den Planeten schiffen, oder was ich, ein Lieblingsthema von mir ist, sind diese E-Roller, die aus Umweltschutzgründen hier werden E-Roller betrieben, dann können die nicht rechtzeitig geliefert werden, dann werden sie aus Indien eingeflogen. Das ist die Verstrickung in das simple Ursachen-Wirkungsdenken, das Direkte, das ist nichts Magisches. Okay, das heißt, das magische Analogie. Ich mal da rein. Ja. Das heißt, der Fetisch, die Bedienungsanleitung, ist das eher was Magisches? Und die menschengemachten Dinge müssen intellektuell erschlossen werden. Kausalität. Ja, also vor allen Dingen Kausalität im engen Sinne. So dass die Kausalität, wenn A, so B, die Subjunktion. Ja. Klassischer. Ja, das ist unser Fallstrick, abendländischer, absoluter Fallstrick. Bei Aristoteles herrlich entfaltet. Genau. Teleologie, also immer Zielgerichtetheit und Kausalität. Das ist die Größe und das Verderben unseres Denkens. Und so haben wir uns das Ding eingehandelt. Haben wir die Folge damit schon hinter uns? Nein, wir fangen da gerade erst an. Okay. Wir haben uns das, wir müssen es vielleicht auch mal aufspalten, die Begriffe. Also es gibt das Ding und das Ding. Heidegger kommt ja hier, penetriert das Ding in diesem Aufsatz, aber am Ende ist der Begriff immer noch da, das Ding, aber ganz aufgeweitet. Vielleicht wäre es dann an der Zeit, dass wir beide am Ende dieses Essays nachdenken darüber, wie man das dann nennen müsste eigentlich. Okay. Gut, aber ich wollte jetzt, das ist aber sehr spannend. Willst du noch was zum Fetisch sagen? Oder ich glaube, wir haben das gerne, jetzt. Nee, immer wieder, aber nachher, wir müssen ja auch dem Heidegger noch eine Chance geben. Ja, genau, weil ich hatte ja die Brücke gebaut schon. Also diese Dystopie, die ich da live erlebte, du sagst ja immer, ich muss immer schmunzeln, weil ich nicht verstehe, was du eigentlich willst, eigentlich noch nie verstanden habe. bei dieser, wie sagst du immer, Zombie-Apokalypse. Aber das, was ich da gestern oder vorgestern Abend sah, diese beiden jungen Deutschen, für mich sind es Deutsche, sind auf jeden Fall Weiße gewesen, das ist ja für mich eine Art Zombie. Das sind ja Zombies. Und warum? Die sind nur durch die Medien Zombies, weil jeden Tag erzählt wird, das ist gefährlich, sie müssen sich schützen und die Todzahlen und die ganze Wahrnehmung geht in die Medien. Das heißt also Medien zerschmettern, bitte sehr. Oder eben die IB-Nummer, ja, da müssen wir halt die Medien infiltrieren, sehe ich aber nicht, wie wir das schaffen sollen. Ganz ehrlich, da sind wir wieder bei der letzten Folge, ja, ja. Metapolitik. Das ist zwar alles richtig, wir sehen ja die Wirkung von Metapolitik bei den Linken, die haben es ja in 20 Jahren geschafft, hier alles umzumodeln. Aber ich würde eher sagen 50 Jahre, also es ist echt langsam. Ja, aber das, ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch zu pessimistisch. Ich habe ja letztens auch gesagt, ich schließe mich daher an, deshalb hieß die letzte Folge ja Ende. Also Heidegger fängt an, alle Entfernungen in der Zeit und im Raum schrumpfen ein. Wohin der Mensch vormals Wochen und Monate lang unterwegs war, dahin gelangt er jetzt durch die Flugmaschine über Nacht. Finde ich sehr schön, wie er dann noch so eine Distanz hat. Flugmaschine, das ist ja wirklich eine. Bei uns ist das jetzt irgendwie so verniedlichend irgendwie. Ich flieg mal dahin, ne? Am Wochenende war ich nicht dahin geflogen und so. Wovon der Mensch früher erst nach Jahren und überhaupt nie Kenntnis hatte, erfährt er nun heute durch Rundfunk stündlich im Nu. Allein das hastige Beseitigen aller Entfernungen bringt keine Nähe. Denn Nähe besteht nicht im geringsten Maß der Entfernung. Was streckenmäßig in der geringsten Entfernung zu uns steht, durch das Bild im Film, durch den Ton im Funk, kann uns fernbleiben. Was streckenmäßig unübersehbar weit entfernt ist, kann uns nahe sein. Kleine Entfernung ist nicht schon Nähe. Große Entfernung ist noch nicht Ferne. Nah ist die Bedeutung. Das, was mir was bedeutet, was irgendwo hindeutet oder mich deutet, das ist mir nah. Und das, was mir am allerwertesten vorbeigeht, ist mir fern. Ob ich da nun mit einem Zollstock oder kilometerweise messe, ist für diese Deutung wurscht. Richtig.
Heidegger entfaltet das in den 60ern sehr schön, dem fehlenden Teil für Sein und Zeit, an dem er 40 Jahre arbeitet oder wo er sich Zeit lässt. Mhm. Der heißt dann Zeit und Sein am Ende, und das referiert er in einem Vortrag. Und da macht er das am Beispiel klar, dass er jetzt da, wo er in diesem Vortragsraum steht, in Freiburg und diesen Vortrag hält, er aber auch gleichzeitig auf seiner Hütte ist, am Tottenauberg. Mhm. Und das macht er sehr schön, und das ist ja auch bei jedem von uns so. Du bist ja jetzt hier auch gleichzeitig im Haus deiner Eltern oder in deinem Auto oder auf deinem Motorrad. Auf See. Letztendlich oder auf See, auf deiner Yacht. Ganz genau. Das ist sicher so. Also das, aber jetzt geht's weiter. Es ist ja eine Medienkritik. Ich will hoffen, dass das deutlich geworden ist. Aber das Problem heute ist, dass wir eben medienbasiert schöpfen, unsere Wirklichkeit. Das hat was mit Dingen zu tun. Da können wir uns eigentlich auch drüber unterhalten, ob die Dinge, die da nur gezeigt werden, ob man an einem Gezeigten einen Fetisch entfalten kann. Das würde mich mal interessieren. Also im Fernsehen gezeigt, das können wir nachher vielleicht besprechen. Doch. Ich meine, die meiste Zeit, die Leute im Lockdown verbringen, verbringen sie vor dem Bildschirm, und zwar vor ihrem jeweiligen Fetisch. Ja, und das ist nur noch visuell als 1 und 0 der Fetisch. Naja, neben den Katzenbildern ist ja und dem Datenverbrauch durch das Kernforschungszentrum CERN ist ja Internetpornografie der meiste Traffic, ne? Also Da sind wir wieder bei der sexuellen Ebene des Dinges. Ja. Der Fetisch, dachte ich, das ist doch immer etwas, keine Ahnung, da ist je eine Frau in Latex oder in Leder gekleidet. Lass mal die Feinheiten, das kann ich nicht konzentrieren. Ja, aber dann ist es doch das Interessante, vielleicht die Hand auf diese Lederhaut zu legen. Denn der Fetisch, das ist doch etwas Körperliches. Jetzt ist wirklich interessant, wenn der Fetisch dann sozusagen nur im Geiste stattfindet, nur durch ein Bild angeregt, durch ein paar Zappelbilder, wenn du, dass dann auch Fetisch funktioniert, das ist ja interessant. Ich denke, das war aber schon immer so abrufbar. Also so die Venus von Hast du nicht gesehen, diese altsteinzeitlichen Fruchtbarkeitsgöttinnen, wo sich die Leute ja immer besonders bemerken, diese Fruchtbarkeitsgöttinnen haben kein Gesicht. Die haben dicke Brüste und einen dicken Hintern und stellen weibliche Fruchtbarkeit dar, aber sie haben kein Gesicht, sind damit abstrahiert und damit ein Fetisch. Und das ist... Wenn wir davon ausgehen, dass wir von solchen Leuten abstammen und dann eben im Umkehrschluss ich von mir auf diese Leute schließe, dann ist das die Abstraktion, und dann war auch dieser Fetisch abrufbar. Mhm. Unabhängig davon, ob du jetzt die Tonfigurine vor dir hast oder nicht. Wenn dann gute Miene vor dir steht, dann löst das den Fetisch aus, statt der Figurine. Alles klar, jetzt kommen wir gerade wieder in Erinnerung. Diese bemaskten Frauen jetzt im Stadtraum haben auch kein Gesicht mehr. Ja. Deshalb meine ich ja Dinger. Interessant, ja, gut, lass uns weitermachen. Nähe lässt sich, so scheint es, nicht unmittelbar vorfinden. Dies gelingt eher so, dass wir dem nachgehen, was in der Nähe ist. In der Nähe ist uns solches, was wir Dinge zu nennen, pflegen. Doch was ist ein Ding? Der Mensch hat bisher das Ding als Ding so wenig bedacht wie die Nähe. Jetzt macht er ein Beispiel. Ein Ding ist der Krug. Was ist der Krug? Wir sagen ein Gefäß. Solches, was anderes in sich fasst. Das Fassende am Krug sind Boden und Wand. Dieses Fassende ist selbst wieder fassbar am Henkel. Als Gefäß ist der Krug etwas, was in sich steht. Das in sich Stehen kennzeichnet den Krug als etwas Selbstständiges. Als der Selbststand eines Selbstständigen unterscheidet sich der Krug von einem Gegenstand. Ein Selbstständiges kann Gegenstand werden, wenn wir es vor uns stellen, sei es in unmittelbaren Wahrnehmen, sei es in der erinnernden Vergegenwärtigung. Da haben wir es. Erinnernde Vergegenwärtigung, das wird das Ding sein beim Fetisch, was du eben meintest. Das Dinghafte des Dinges beruht jedoch weder darin, dass es vorgestellter Gegenstand ist, noch lässt es sich überhaupt
von der Gegenständlichkeit des Gegenstandes aus bestimmen. Das in sich Stehen scheint den Krug als Ding zu kennzeichnen. In Wahrheit denken wir jedoch das in sich Stehen vom Herstellen aus. Das in sich Stehen ist das, worauf das Herstellen es absieht. Darf ich mal? Ja, bitte. Also das würde ich sowieso empfehlen, weil ich nur diesen Text heute mit habe. Es sind 18 Seiten, aber die sind so dicht und so zusammenhängend, dass man das nicht nur zerstückelt darlegen kann. Das Ding macht sich selbstständig. Es ist dann noch kein Gegenstand. Es ist entäußert. Ich habe es angerührt oder irgendjemand hat es gebaut und jetzt habe ich es vor mir. Mhm. Das ist aber nicht mehr völlig unter meiner Kontrolle. Das ist, glaube ich, mein Ding hier. Ich baue was, ich entäußere das, ich stelle es in die Welt. Ja. Und dann muss ich sehen, wie ich damit klarkomme. Ich kann es vergessen und irgendwann stolper ich nachts drüber. Der Legostein, den ich vergessen habe, barfuß auf dem Weg zum Klo. Aua, so, das ist das Ding und dann ist das selbstständig und kann mich auch plagen und bedingt mich. Ja, oder dich beschenken. Also der Krug ist, soll dir ja dienen, aber du bringst das schon in die Welt. Das ist schon ganz wichtig, glaube ich. Und da kannst du natürlich auch das machen, wo wir anfingen, diesen Neuzürcher Artikel da. Mit weißer Ware und Türklinken und Ikea-Stühlen und was der Kuckuck. Das machen wir auch alles selbst und entlassen es in die Welt. Und vielleicht fällt das auf uns zurück, holt es uns ein. Ist das auch ein Fluch, jedes Ding, was wir machen? Ich möchte noch abwarten, was der Meister uns bietet. So, der Krug ist ein Ding als Gefäß. Und zwar bedarf dieses Fassende einer Herstellung. Aber die Hergestelltheit durch den Töpfer macht keineswegs dasjenige aus, was dem Krug eignet, sofern er als Krug ist. Der Krug ist nicht Gefäß, weil er hergestellt wurde, sondern der Krug musste hergestellt werden, weil er dieses Gefäß ist. Also das ist schon ein Ruf, nicht? Wenn man dich jetzt weiterdenkt, dann sagst du, wir machen das, wir wollen das, aber es muss auch getan werden. Wenn wir Wasser aufbewahren wollen oder Tee kochen, dann müssen wir das so haben. Das zum Zwecke Wasserfließe. Der Zauberlehrling, ja. Alles vorstellen. Vorstellen. Ja. Des Anwesenden im Sinne des Herständigen und Gegenständigen gelangt jedoch nie zum Ding als Ding. Das Dinghafte des Kruges beruht darin, dass es als Gefäß ist. Wir gewahren das Fassende des Gefäßes, wenn wir den Krug füllen. Wir gewahren das Fassende. Boden und Wandung des Kruges übernehmen offenbar das Fassen. Doch Gemach gießen wir, wenn wir den Krug mit Wein füllen, den Wein in die Wandung und in den Boden. Wir gießen den Wein höchstens zwischen die Wandung, auf den Boden. Wandung und Boden sind wohl das Undurchlässige am Gefäß. Allein das Undurchlässige ist doch noch nicht das Fassende. Wenn wir den Krug vollgießen, fließt der Krug beim Füllen in die Leere und in den leeren Krug. Das Leere ist das Fassende des Gefäßes. Die Leere, dieses Nichts am Krug, ist das, was den Krug als das fassende Gefäß ist. Moment. Gießen wir den Krug ein oder gießen wir den Wein ins Nichts? Den Wein. Den Wein, gut, jetzt funktioniert's. Habe ich das falsch vorgelesen? Du hast da aus Versehen Krug, also ich habe Krug gehört, oder wie du es nun vorgelesen hast, wie auch immer. Wand und Boden, woraus der Krug besteht und wodurch er steht, sind nicht das eigentlich Fassende. Das Fassende ist die Leere, ne? Haben wir richtig verstanden. Wenn dies aber in der Leere des Kruges beruht, dann verfertigt der Töpfer, der auf der Drehscheibe Wand und Boden bildet, nicht eigentlich den Krug. Er gestaltet die Leere für sie, in sie und aus ihr bildet er den Krug ins Gebild. Der Töpfer fasst zuerst und stets das Unfassliche der Leere und stellt sie als das Fassende in die Gestalt des Gefäßes her. Darf ich? Oder ein Satz noch. Die Lehre des Kruges bestimmt jeden Griff des Herstellens. Das Dinghafte des Gefäßes beruht keineswegs im Stoff, daraus es besteht, sondern in der Lehre, die fasst. Der Töpfer ist nicht der Schöpfer, sondern der Töpfer ist
sozusagen, wenn der Schöpfer der Demiurg ist, der dir die Welt wirklich schöpft, dann gibt es ja über den Demiurgen noch den richtigen Gott, ne? Den wirklichen Urgrund von allem. Wieder mein Ding mit der Bedingung der Möglichkeit eines Schöpfers. Der Schöpfer schöpft. Aber dann muss es jemanden geben, der den Schöpfer ermöglicht. Und das wäre der Töpfer über dem Schöpfer. Weil mit dem Krug kann ich schöpfen. Aber aus der völligen Leere muss ich ja erstmal die Bedingungen schaffen, dass ich die Leere formen kann, damit die Leere etwas fasst. Die Leere übrigens weiblich. Es gibt eine ganz grundlegende Unterscheidung, christliche und antike Welt und Auslegung der Schöpfung. Die antike Welt ist die atlantische Welt, ist die weiße Welt, ist die Welt Hyperboreas. Und die hat den Demiurgen. Das heißt, das ist der Gott, der aus etwas, was schon da ist, aus der Materie, schöpft oder die formt. Das ist dieses klassische Form-Stoff-Dualismus. Der Stoff ist schon da, es ist Chaos in der Antike, in der Weltschöpfung in der Antike, und das wird geordnet. Struktur, Ordnung, Klarheit, Rhythmus, all das spielt eine Rolle. Musik. Der Christengott macht eine ganz andere Nummer, der uns da verkauft wird. Der schöpft, da ist Leere, da ist nichts, da ist das Nichts. Und dann ist das Wort das Erste. Und dann ward Licht und Gott sprach. Also er sprach und dann ward auf einmal Licht. Das ist also nicht Chaos da, sondern da ist nichts da und Gott ordnet das Nichts. Und wir, also die Hyperborea, Antike, ordnen das Chaos. Wir kämpfen gegen das Chaos. Wir bezwingen das Chaos. Also da, ich habe nachher auch noch ein paar Quellen und Anregungen dazu, aber das finde ich gut, dass wir uns jetzt dahin bewegen, weil ich meine, wir brauchen ein anderes Denken, um das Ding zu fassen. Um nicht immer nur aus purer Notwendigkeit zu reagieren. Denn ja, wir haben ja die Bedienungsanleitung, die du zur Sprache brachtest, die sollte, wenn sie gut geschrieben ist, was sie meistens nicht sind, die zeigt dir die notwendigen Handgriffe, was du notwendigerweise tun musst, um dieses IKEA-Regal zusammenzusetzen. Mhm. Auch schon vorsprachlich, weil die wenigsten können lesen und schreiben, also mit Bildern. Ja. Und dann musst du etwas tun. Nach dem fünften Vorgang, dann passt die Schraube nicht, weil du 5 Schritte vorher das Brettchen nicht in die Nutrichtung gedreht hast. Ja. Also es ist ein ganz klarer Befehl. Du wirst auch bestraft, weil du alles wieder auseinanderbauen. Du kannst nur reagieren, du kannst nicht handeln. Du kannst nicht, ich nagel jetzt was zusammen, so wie es mir passt. Ja. Aber es ist interessant. Der Töpfer, der Schöpfer, wie nah das auch ist, ne? Der Töpfer, der Schöpfer. Also die ältesten Artefakte, keine Ahnung, sind ja oft Krüge oder Waffen. Also die Leute müssen Keramik das essen, so lange hält, trinken. Das heißt nicht, dass Das ist das, was übrig bleibt. Ja. Das ist ja auch diese Aussage Steinzeit. Na, eigentlich war die Steinzeit eine Holzzeit. Ja, das Holz, allermeiste haben wir aus Holz gemacht, und das Holz ist vergammelt. Vergammelt. Ja, das stimmt. Deshalb haben wir so wenig germanische Bauwerke. Ne? Ja. So, was in seinem Bezirk, dem der Gegenstände, zwingende Wissen und Wissenschaft hat die Dinge als Dinge schon vernichtet. Längst bevor die Atombombe explodierte. Deren Explosion ist nur die gröbste aller groben Bestätigungen der langher schon geschehenden Vernichtung des Dinges. Dessen, dass das Ding als Ding nichtig bleibt. Die Dingheit des Dinges bleibt verborgen, vergessen. Das Wesen des Dinges kommt nie zum Vorschein, das heißt zur Sprache. Dies meint die Rede von der Vernichtung des Dinges als Ding. Die Vernichtung ist deshalb so unheimlich, weil sie eine zwiefache Verblendung vor sich herträgt. Einmal die Meinung, dass die Wissenschaft allem übrigen Verfahren voraus das Wirkliche in seiner Wirklichkeit treffe, zum anderen den Anschein, als ob unbeschadet der wissenschaftlichen Erforschung des Wirklichen die Dinge gleichwohl Dinge sein können, was voraussetzt, dass sie überhaupt je schon wesende Dinge waren. Er macht in der Zwischenzeit die Absätze, sagt er, die Physik, was ist denn das Wissenschaftliche, was ist denn das Physikalische, wie definiert die Physik die Wirklichkeit? Und wie würde die Physik den Krug definieren? Und das ist natürlich dann immer mit dem Vorstellen, mit der grundsätzlichen Kritik des Gestells zusammengedacht. Und deshalb sagt er, dass das Wissen der Wissenschaft nicht erschließen kann, was das Ding ist. Deshalb spricht er davon, die Wissenschaft, dass die Wissenschaft erklärt den Krug weg, verstehe. Dass die den vernichtet. Ja. Es gibt diesen Topos der achten Sphäre. Kannst du das mal kurz erläutern? Das hat doch etwas mit Ding zu tun, mit Geist und Materie und
Also die kurze Antwort ist nein. Ich kann es nicht kurz erläutern. Die Antwort ist ja. Ich kann es erläutern. Kann man das anschließen an Heidegger, an diesen Lehrebegriff? Ja, oder natürlich. Es kommt ja aus der gleichen Zeit. Und es ist alles deutsche Philosophie. Und es gibt Leute, die halten ja Rudolf Steiner für den Gipfel deutscher Philosophie, nämlich über seine Rezeption und Arbeiten von Goethe zu Nietzsche zu niemand anderem als dem Dr. Steiner höchst selbst. Der hat ist ja auch ein selbststilisierter Guru. Und ich mag die Anthroposophie nicht. Und im Rahmen dieser Anthroposophie hat Steiner auch natürlich eine Heilslehre entwickelt. Und in dieser Heilslehre, die ist, und das Böse dabei, ist bei ihm eine Gestalt, die Gestalt von Ahriman. Den Begriff zieht er raus aus der zoroastrischen Religion, das heißt eine altpersische Religion, die nicht wirklich monotheistisch war, sondern Gut und Böse kannte, nämlich Ahura Mazda und sein Gegenspieler Ahriman, der so der Vorläufer zum alttestamentarischen, im Alten Testament gibt es gar keinen Teufel, neutestamentarischen Teufel war. Und dieser Ahriman, da hat der Dr. Steiner eine pfiffige, eine gute Intuition gehabt. Dieser Ahriman zeichnet sich hauptsächlich durch technisches Ursache-Wirken-Denken aus. Der manifestiert sich dadurch, dass er den Menschen, der bei Steiner ja ein geistiges, Klammer auf magisches, Klammer zu, Wesen ist, das Ursache-Wirken-Denken aufnötigt. Und Steiner prophezeite dann, dass uns das überkommt und dass dieser Ahriman inkarnieren wird. Das heißt, der Leibhaftige wird erstehen, irgendein Mensch wird geboren und der ist dann nicht mehr nur Mensch, sondern der ist Ahriman und macht uns alle fertig. Ist das ein Cyborg? Dann dieser Ahriman? Weil er Technik benutzt? Ja, er benutzt ganz viel Technik. Er ist mineralisch, er ist schwer, er ist dunkel, aber er ist auch sehr, sehr vernünftig, sehr, sehr geistig, sehr, sehr sprachlich. Und das sieht nach Aristoteles an. Ja. Weil der hat uns ja den Wissenschaftsbetrieb beschert, letztendlich. Das sind für sowas sind für Steiner dann alles schon Einflüsterungen von Ahriman. Weil Ahriman war auch schon immer da. Da haben wir wieder dieses ganze archaische, uralte, vorzivilisatorische Ding. Und flüstert uns sowas ein, war dann auch teilweise für unseren Fortschritt oder die Zivilisation verantwortlich. Also der ist auch irgendwo notwendig, jedenfalls für Steiner. Und dann gibt es ja nun Steiners Jünger, die Anthroposophen. Und die haben eine schöne Internetseite, die AnthroWiki. Und da fand ich ein Zitat, das möchte ich uns mal geben. Dieses Zitat zitiert selber viel, also anthrowiki.at, das können wir natürlich verlinken. Und dann greifen die auf etwas zu, das nennen sie die Flensburger Hefte. Flensburger Heft 136, Liebe und Hass, Seite 36 folgende. Da redet der Große, der ist ein geistiges Wesen aus den Reihen der Hierarchien, über das Zustandekommen. Also der redet dort und wird befragt von einem Wolfgang Weihrauch. Das ist allein schon ziemlich magisches Denken. Und jetzt kommt das Zitat. Wolfgang Weihrauch, Doppelpunkt. Immer wieder wird davon gesprochen, auch durch Rudolf Steiner, dass Ahriman sich jetzt oder demnächst in der westlichen Welt in einem Menschen inkarnieren wird. Wie siehst du das? Und jetzt spricht der Große. Was war? Der Große. Er ist schon längst im Physischen inkorporiert, nicht aber in einem Menschen. Er hat sich einen physischen Leib geschaffen, das ist aber kein Mensch. Er tritt in etwas ganz anderem heutzutage auf. Und zwar im Internet. Seine Welt ist die der Server, der verbundenen Kabel- und Funkverbindungen. Das alles ist Ahriman live. Das hat er lange vorbereitet und ist in den letzten Jahrzehnten damit sehr erfolgreich geworden. Er kommt nicht in einem Menschenleib auf die Erde, denn durch das Internet hat er es erreicht, sehr viel direkter zu sehr viel mehr Menschen kommen zu können. Über das Internet hat er die meisten Menschen zumindest teilweise im Griff. Über das Internet kann er sehr viel mehr Menschen persönlich erreichen, als wenn er in einem Menschen aufgetreten wäre. Die Verbindung mit dem Internet ist eine Art Inkarnation, wenn auch nicht in einem physischen, menschlichen Leib. Zitat Ende.
Ja, da haben wir doch die, haben wir eben am Wickel gehabt, ne? Ja. Mit dieser Pornografie, die ja übers Internet läuft, ob man da jetzt einen Fetisch entwickeln kann oder nicht. Das heißt also als Metapher, Ariman, als Metapher des wissenschaftlichen Denkens oder als konkrete Bedrohung, der das wissenschaftliche Denken nur benutzt, um sich einzunisten in uns und unsere Denkstrukturen zu übernehmen. Ist das das Gestell, dieser Ariman, oder errichtet er es? Also für die Anthroposophen eindeutig Letzteres. Nicht nur ein gedankliches Konstrukt, nicht nur Metapher, sondern eine Person, die uns ganz direkt bedroht. Personen jetzt nicht als Mensch, ja, sondern als Gestaltphänomen. Jetzt kommen wir vielleicht nochmal zum Thema Gestalt. Was ist eine Gestalt? Nach unserer Auffassung ist eine Gestalt eben ein Phänomen, das mehr ist als die Summe seiner Teile. Der Mythos ist doch in dieser Gestaltrolle eigentlich. Also wir werden das zuletzt mal so ein bisschen am Rande, das ist eigentlich völlig egal, aber wenn sie Deutschland noch weiter zerschlagen und zerstückeln, der Mythos bleibt. Das ist eine Gestalt, das ist unsere Gestalt. Es ist nicht identisch, aber es bedingt einander und hat miteinander zu tun, ja. Also eine Gestaltwahrnehmung erfordert eine mythologische Wahrnehmung. Ich hatte den Mythos für noch eine Nummer größer, würde dieses Fass jetzt noch nicht aufmachen, aber natürlich bist du da völlig richtig, das hat mit Mythos zu tun, klar. Wenn ich eine Gestalt fassen will, muss ich mythologisch denken. Und ich vermute halt, dass wir das Ding als Gestalt fassen müssen. Und deshalb komme ich hier mit diesem mythologischen, schrägstrich magischen Denken um die Ecke die ganze Zeit. Das heißt, dieser Ariman, der will uns ja nichts Gutes. Der will uns was aufpfropfen. Der will uns seine Technik, seine Art zu denken, sein Gestell verpassen. Er will uns einsperren in seiner Welt. Nach meiner Auffassung. Und seine Welt ist die Moderne. Wenn ich das richtig verstehe, steht Ariman für die Moderne. Die Moderne beginnt mit Aristoteles, mit dem Wissenschaftsbetrieb, mit dem metaphysischen Konditionieren des Denkens und geht bis zur weißen Ware und im Ikea-Stuhl. Naja, ich neige dazu, die Moderne eher mit der Entdeckung des Planeten Uranus Ende des 18. Jahrhunderts. Aber egal. Grundsätzlich ja. Und der will was. Ich mache mal mit dem Zitat weiter. Der Große war noch gar nicht fertig. Das Internet ist, zumindest teilweise, eine Maschinerie des Hasses. Das ist ja jetzt aktuelles politisches Thema, Hate Speech und so. Und die ganzen Trollereien, die Trolle, auch Gestalten, die da auftauchen, ne? Die Metaphern, mit denen wir das belegen, sind genau magische Metaphern. Schau dir die unzähligen Hasskommentare im Internet an. Die Enthemmung von immer mehr Menschen, die sich dort anonym ausbreiten, die Gewalt, die im Internet zur Schau getragen wird. Und alles ist deswegen so leicht möglich, weil es nicht mehr von Angesicht zu Angesicht erfolgen muss, sondern meist anonym stattfindet. Trotzdem hat das Internet auch seine hellen Seiten, denn auch die helle Seite der geistigen Welt bemüht sich in Bezug auf das Internet. Jetzt wirklich Zitat ändern, das letzte halte ich auch schon wieder für anthroposophischen Schmus, aber na gut. Sag mal nochmal, das war aber jetzt nicht Steiner, der kannte doch kein Internet. Das war irgendwie ein Prophet. Anthroposophen bringen das. Das ist die Anthro-Wiki. Steiner ist auch ein fürchterlicher Vielschreiber und ich finde seinen Stil schwer erträglich, sonst können wir uns ja auch noch ein Zitat von ihm selber geben. Und diese Anthroposophen auf ihrer Internetseite AnthroWiki verweisen auf Flensburger Hefte über Hass und Liebe. Und wer da spricht als Charakter ist der Große. Und das ist natürlich eine zeitgenössische Form von magischem Denken. Ja. Irgendwelche Geister, die man beschwört und die dann was zum Besten geben. Also Seth und Basha und so sind andere Typen aus dieser Liga. Und die achte Sphäre, was war das jetzt? Die achte Sphäre ist eine weitere Metapher von Steiner, der ja auch ein großer Teleologe ist. Das heißt, er sieht ein vorgezeichnetes Schicksal, eine Ordnung zur Erlösung der Welt, Heilsbringer, der er ist. Und das immer mit dem Blick eines besorgten Kaninchens. Ja. Und da sagt er, ja, eigentlich sollen wir inkarnieren auf einem neuen Planeten, was jetzt nicht nur im astronomischen Sinne zu verstehen ist, nämlich auf einem neuen Jupiter, das ist ganz super. Indes Ariman kommt und baut etwas, indem er uns einfängt, nämlich eine achte Sphäre.
statt Planet, ist halt kein richtiger Planet, ist irgendwie künstlich, ist eine achte Sphäre, ist teilweise Metapher, teilweise aber auch vorhanden. Mhm. Und darin will er uns eine falsche Unsterblichkeit verkaufen. Das ist doch wieder das Internet. Entschuldigung, ja, das ist jetzt Steiner gewesen. Das ist Steiner, die achte Sphäre ist Steiner. Das hört sich verdammt mal Internet an. Ja, na klar, mehr noch. Mhm. Und dabei geht es um Unsterblichkeit, indem er uns eine falsche Form der Unsterblichkeit bietet. Mhm. Und jetzt haben wir wieder ein paar Folgen, auf die wir zurückgreifen können. Einmal die Folge Rakete, wo es ja auch um zivile Raumfahrt ging, also private Raumfahrt, nicht zivile, sondern private Raumfahrt, Warlords, die, also Leute, die auf dem Mars fliegen wollen, da siedeln wollen und dort Gottkaiser werden wollen und gleichzeitig Unsterblichkeit erlangen wollen, indem sie ihr Bewusstsein in einen Chip einspeisen oder in eine Cloud hochladen, in der sie dann in einer virtuellen Realität leben mit Zugriff als Gottkaiser auf ihre Kolonie auf dem Mars. Und ja, für alle, die jetzt die Andeutung nicht mitgekriegt haben, all das sind Dinge, die Elon Musk nicht nur sagt, sondern auch tut und mit Milliardenbudget aktiv betreibt. Und diese achte Sphäre oder dieser Ahriman, der hört sich so an wie das Unbewusste, Unterbewusste, oder Nietzsche würde sagen, das Dionysische. Ist das nicht einfach nur so eine plumpe Übersetzung irgendwie? Von Nietzsche kommt der Dionysos, bei Freud ist es das Unbewusste und jetzt auf einmal schieben die da ihren Ahriman rein. Ist damit nicht wieder das triebhafte, zerstörerische einfach nur gemeint, dass unsere Ambivalenz als Mensch, wir sind Geist sowie auch Fleisch, wir sind Ordnung sowie auch Chaos. Nein, würde ich echt ablehnen, denn vor allen Dingen, das ist natürlich jetzt auch ein strammer Ritt von Nietzsche zu Freud zu Steiner, den haben wir uns jetzt angetan, da müssen wir durch, okay. Nietzsches Gegensatz apollinisch-dionysisch mag dieses Arimanische erklären, wenn ich jetzt sozusagen dionysisch-apollinisch als Werkzeug nehme, als Erkenntniswerkzeug, dann kann ich daran auch den Ariman ausbuchstabieren und den Wunsch, was man nun will, die helle Seite des Internets, die dunkle Seite des Internets. Und dann sind wir schon wieder in dieser zweipolaren, in diesem manichäischen Weltbild. Es gibt das Licht und das Dunkle, Gut, Böse. Das ist nur genau Steiners Trip. Und das ist aber nicht Nietzsches Trip. Bei Nietzsche gehört ja beides dazu. Da ist ja auch das Dionysische nicht nur böse. Nein. Denn der Geist der Musik, ja, die Entstehung der Tragödie aus dem Geist der Musik bedingt das ja. Und wenn man jetzt so viel zu Steiner und Nietzsche, wenn man jetzt noch den Freud bedienen will, ich finde ihn so überholt. Ich finde Freud echt gestrig, weil er auf einem Materialismus des 19. Jahrhunderts aufbaut und einem Positivismus des 19. Jahrhunderts aufbaut. Das ist ja auch der Zeitraum von des Jekyll, zu dem das entstanden ist. Wer mal lesen will, wie man auf so ein schmales Brett wie Freud kommt, Erdmann, Mario Erdmann und Maja Nadig, die gesellschaftliche Produktion von Unbewusstem. Das ist ein anstrengendes, aber tolles Buch. Da geht es darum, wie diese komische, dekadente Welt des Wiens, des Ende des 19. Jahrhunderts, wie man da auf so eine Ideen kommen muss. Das sind ganz interessante Materialisten und Kommunisten, die darlegen, dass Freud aufgrund von Materialismus auf das kommen musste, was er da tat. Und Freud reduziert das halt auf Lebenstrieb und Todestrieb und Fortpflanzung und genetischen Erfolg. Und dann gibt's bei den Freudianern, ich war einmal bei einem Vortrag der Freud-Lacan-Gesellschaft, ich kam aus dem Lachen nicht mehr raus. Also wenn man einmal Woody Allen gesehen hat, dann kann man die doch nicht ernst nehmen. Okay, Klammer zu. Ich wollte was anderes raus, gar nicht so tief rein jetzt in die Jungs, sondern mir geht's um das Motiv. Dionysos Apollon, Lichtschatten, triebhaft oder sittlich? Das sind alles so Motive, die auch bei Ahriman oder wieder auftauchen. Also ist das nicht so einfach nur eine gleiche Schablone wieder? Das ist so schablonenhaft. Weil jetzt haben wir es gut. Oder ist es einfach eine andere Ebene? Wenn wir jetzt sagen, dass dieses Abbilden in der Technik, dass das ja etwas Rationales ist. Etwas Technisches ist ja immer rational. Das ist etwas,
unseren Modi ja Positives, was Lichthaftes, was Vernünftiges. Aber in dieser Rationalität ist dann eben das Triebhafte, Perverse, der Hass, den du da eben beschrieben hast, die Darstellung von Gewalt, findet da seinen Platz. Da ist ja schon eine Ambivalenz drin. Das ist ja streng rational, aber auch irrational und chaotisch, was dieser Ahriman da macht. Bildet der das einfach nur nochmal ab und will uns verschlingen in einer virtuellen Welt? Nach Rudolf Steiner, ja, aber Steiner hat natürlich das Problem, dass er selber überhaupt nicht originell ist, sondern er ursprünglich halt gearbeitet hat über Goethe und Nietzsche. Und das war auch eine Kritik, die es schon ganz früh gab. Hier, Buch J.W. Hauer, Werden und Wesen der Anthroposophie. Und die Anthroposophie wurde gegründet offiziell 1918. Dieses Buch ist schon von 1921, ist das erschienen. Und der macht hier ganz groß auf, wo überall die Quellen von Steiner liegen. Und ich meine, was wir bei der Ahriman-Gestalt, das ist eine Gestalt, sehr schön sehen, ist der Zwang. Da gibt es keinen Befehl, du hast es vorhin als Befehl formuliert, aber ich sehe einen Unterschied zwischen Befehl und Zwang. Dem Befehl kannst du folgen oder auch nicht. Dem Befehl folgst du aus Gehorsam. Wenn du dem aus Zwang folgst, ist eigentlich der Witz am Befehl weg. Und was wir hier haben in dem Ding ist, und auch bei Ahriman ist ja der Zwang. Du willst deine ganzen Kumpels treffen, obwohl der Zwang der Maske da ist und obwohl wir alle tot umfallen, wenn wir jetzt einmal in die frische Luft gehen. Oh, dann musst du einfach nur Facebook benutzen und hast alle deine Kumpels da und alles ist Dufte. Das ist Nötigung. Heideggers Plot ist ja, das Ding-Ding, das West, der Krug arbeitet eigentlich mit der Leere, das ist der Witz am Ding, am Krug ist die Leere der Witz und das Modellieren der Leere und das Herstellen, Selbstständigstellen und so und so und so und so. Und in diesem Konstrukt findet das, was Ding und Dinghaftigkeit im Heideggerschen Sinne ist, ja nicht mehr statt, sondern das ist was anderes. Heidegger spricht von der Vernichtung des Dinges und deshalb kamen wir zu Ahriman, dass dieser Typ irgendwie uns von unserer Eigentlichkeit im Heideggerschen Sinne abschneidet. Und da begann ja dieser Exkurs jetzt über Gestaltphänomene, ist ja auch total interessant. Aber wenn wir jetzt zurückkommen auf die Technik, das, was der Ahriman da, dein Facebook-Beispiel ist ja da wieder eine Ebene drin. Dieses Leben, was ja in dieser virtuellen Kiste als Technik stattfindet, ist ja, man kann das für real halten. Ich würde sagen, es ist es nicht, weil das Dingen des Dinges, der Zuspruch, nicht mehr stattfindet. Du sagst, nee, warum eigentlich? Den Kumpels mit dem Bier in der Kneipe, ist eigentlich das gleiche Ding, wenn man bei Facebook ist, sagst du, nein, das ist Nötigung. Aber lässt sich der Austausch, dumme Sprüche, keine Ahnung, kann ja da auch passieren. Es ist immer so dieses, ist das jetzt so, dass Fetisch, Ding, Dinghaftigkeit in einer entfremdeten Variante in einem technischen Raum die gleiche Qualität hat wie in der realen Welt? Da steckt die Frage hinter, ist das Menschengemachte und das von der Natur gemachte, ist das dann kein Widerspruch mehr? Also, Da sind wir angefangen, nicht? Ja, da sind wir angefangen. Bevor du weggesprungen bist. Ich meine, es ist ein Widerspruch. Und da hat auch Steiner seinen Punkt, indem er sagt, das ist eine Verführung und Täuschung. Zu sagen, es sei das Gleiche, auf Facebook Sprüche austauschen, als wenn ich mich mit meinen Kumpels in der Kneipe treffe. Und ich sage, nein, das ist nicht das Gleiche. Und in dem Moment, wo ich sage, nein, das ist nicht das Gleiche, gebe ich in diesem Argument Steiner recht und sage, das ist Ahriman. Das ist ein Ding, was sich auf weit über Heidegger hinausgehende Art und Weise selbstständig gemacht hat. Was unserer Gewalt entronnen ist. Das Gestell. Ja. Das uns, Gestell passt da noch. Es ist nüchterner. Das ist eine Lektüre, die ich echt empfehle. Klaus Dettelbacher, Im Maulbeerhain. Die Lehre von den vier Weltzeitaltern.
Spuren der zyklischen Zeit, Rezeption, Schnittstellen, Geschichtsphilosophie mit ständiger Rücksicht auf Julius Evola. Und wir haben es ja in unserer neurechten Ecke gerne mal mit den Weltzeitaltern, notabene Kali Yuga und auch mit dem Herrn Evola. Und dieser Dettelbacher hier schmeißt sich auch auf Ahriman. Jetzt ein bisschen längerer Text. Persien und der Weltenbaum. In der mazdaistischen Religion Persiens erhält Zarathustra von Ahura Mazda den Trank der Allwissenheit und schaut im Traum einen Baum mit 4 Zweigen von Gold, Silber, von Stahl und von gemischtem Eisen. Ahura Mazda teilt ihm darauf mit, dass es sich hierbei um 4 kommende Zeitalter handle. Reizenstein spricht aber auch noch von einer Parallelfassung im avestischen Yohumanyast, in welchem der Baum 7 Zweige aus Metallen mit absteigendem Wert hat. Genaue Vergleiche mit anderen Systemen sind schwer zu ziehen, da hier darüber hinaus die Zeitalter in der immateriellen Welt als die Wurzel des auf dem Kopf stehenden Baumes von Ahura Mazda geschaffen wurde, ihren Anfang haben und sich dort zu verlieren scheinen. Und jetzt springe ich weiter nach unten. Lässt er diese persische Weltzeit in 4 Teile von je 3000 Jahren zerfallen, die schon Theopompke bekannt gewesen wären. Schäder zitiert aus einer arabischen Übersetzung des Avesta, wie der Bestand der Welt auf 12.000 Jahre angesetzt ist und diese 3000 Jahre in der Höhe verharrt, ohne Anfechtung und Leiden, dann senkt sie sich in die Tiefe, dann nach weiteren 3000 Jahren drang Ahriman in sie ein. Und nun traten Anfechtungen, Widerstreit und Vermischung des Guten mit dem Bösen ein. Zitat Ende. Also hier haben wir hatten ja öfter auch schon bei der letzten Folge Ende die Frage, wann begann denn der Niedergang? Wann begann die Moderne? Und die Frage hattest du ja vorhin auch, sozusagen, ist Ahriman die Moderne? Nach Dettelbacher schon, aber eben schon seit 3000 Jahren. Ist das ein Wirken, was sich immer mehr vergegenwärtigt und dann nach den Flensburger Heften im Internet inkarniert und vor allen Dingen mehr noch in den Handhelds, in den Mobile Devices, in den kleinen schwarzen Spiegeln. Spannend. Ich lese gerade nur mal als Querverweis, ohne das weiter austiefen oder ausloten zu wollen. Gouenant, in einer deutschen Übersetzung bei Mattes und Seitz erschienen die Krise der Moderne, 100 Jahre alt. Und da redet er von Kali Yuga und sagt das 6000 Jahre. Und will sich da auch ein bisschen rumdrücken, in welcher Phase des Kali Yuga wir gerade sind. Aber er macht, und da sind wir ganz in der Nähe dessen, was du letztes Mal gesagt hast, macht die Zeit um 600 vor unserer Zeitrechnung, markiert er einen ganz starken Bruch. Also jetzt 2700 Jahre zurückgehen, also um 600 vor Christus oder vor unserer Zeitrechnung. Da sei in ganz vielen relevanten Kulturen, China macht er fest, Buddhismus und Taoismus, die Abspaltung, da macht er in Ägypten fest, wahrscheinlich ist dann dein Echnaton gemeint, weiß ich aber jetzt nicht mehr. Dann macht er in Europa fest die dorische, die archaische Phase der Antike, das Doratum, ist auch um 600. Also der macht, da sagt er, da ist auf jeden Fall was passiert. Ob man da dann Kali Yuga ansetzt und 6000 Jahre nach vorne rechnet, dann haben wir noch 4000 vor uns. Bis das Ganze erst vorbei ist. Und dieses Kali Yuga ist ja interessant, macht Gouenant auch, sagt, das ist ja nur ein Zehntel des gesamten Kreislaufes, der dann 60.000 Jahre ist. Also das sind so Sachen. Es ist schon interessant, da muss man sich echt lösen, so von dem, was man sonst so im allgemeinen Alltag denkt. Wenn man da mal einen Überblick will, ist der Maulbeerhain genau der Text, der auch den Gouenant zieht und noch ein paar andere. Ja, es ist wirklich, wirklich schön. Ja. Aber jetzt bin ich mal gespannt, ob wir noch irgendwie nachvollziehbar die Brücke wieder zum Krug finden. Vom Krug sind wir gestartet. Ich kann den Krug sofort zum Fetisch ernennen. Und dann, ja, aber wir haben immer noch nicht die Frage beantwortet. Der Fetisch, am Anfang sagtest du, ja, klar ist das möglich. Aber jetzt eben hatte ich bei dir den Anschein, dass du sagst, nee, das ist ja eben nicht die richtige Welt. Auf jeden Fall, sie ist es nicht. Aber dann ist der Fetisch auch ein anderer. Dann ist es auch ein falscher. Ja. Obwohl du diese fette Frau, diese mit Fruchtbarkeitsstatuen da ohne Gesicht,
ja auch als Bild da drin hast. Und dennoch ist das Ding des Dingen des Dinges im heideggerschen Sinne nicht möglich in dieser virtuellen Welt. Es ist alles eine Lüge. Das ist ja etwas, was die Christen dem Satan immer zu billigen. Der Satan lügt beständig. Er lügt die ganze Zeit. Verführt uns und lügt. Ja, Satan ist ja sozusagen der Radio-Disco-Easy-Mix von Ahriman, wenn man es Zeit sieht. Naja, weil einfach die mazdaistische Religion, also die zarathustrische Religion, definitiv älter ist. Die Quellen streiten sich interessant über die Herkunft um 1200 Jahre. Mhm. Die einen sagen 600 vor der Zeitrechnung, da haben wir es. Die anderen sagen 1800 vor der Zeitrechnung, irgendwo in Baktrien. Mhm. Ja, whatever. Ja. Nur sozusagen da ist Luzifer und Satan, das sind Abfallprodukte. Steiner hin, Steiner her. Aber wenn man eine historische Quelle will, liegt das ziemlich eindeutig eher bei den Zarathustra-Leuten. Vielleicht können wir über den Körper noch einen Schritt weiter gehen. Wenn ich in diese virtuelle Szenerie gucke, da sind nur die Augen drin und das Gehör. Aber das Getast, der Geruch nicht. Die ganze Atmosphäre wird nur visuell transportiert, aber nicht in der ganzen Leiblichkeit. Ich glaube, Heideggers ist ja sehr phänomenologisch, dieser Text. Der Töpfer, der Ton, der modelliert, Guss, Wein, das da ist, du wischst da irgendwie auf dem Mausfeld rum bei deinem Mac, klack, 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 keine Ahnung, machst mit Siri irgendwas, das ist ja was anderes. Das ist vermittelt, da ist das Medium drin, die Mittelbarkeit, eben nicht die Unmittelbarkeit. Die Manipulation und Lüge durch die Medialisierung ja schon die Möglichkeit dazu da. Und das ist Ahriman. Als Metapher. Jetzt nicht als Person, sondern als Metapher. Die Lüge durch das Medium, durch die Mediatisierung, sprich Übersetzung. Das ist eine Entstellung. Du hast eben geredet von dem Unterschied zwischen Zwang und Befehl. Ja. Wenn du dich in der Wirklichkeit mit Ton auseinandersetzt, dann bist du Zwängen, nämlich der Newtonschen Physik, sage ich mal, unterworfen. Du kannst Formen nur so oder so oder so bilden. Wenn du das missachtest, kannst du gerne tun, dann wird die Form nicht halten oder das, was du beabsichtigst, sich nicht realisieren lassen. Im Rechner allerdings hast du alle Möglichkeiten in alle Richtungen. Da musst du keine Zwänge beachten. Das ist ein großer Unterschied. Aber das ist letztlich vielleicht nur eine Illusion von Freiheit. Oder ist es eine tatsächliche, oder ist es eher die Freiheit, sich in die Zwänge der Natur zu fügen? Das ist, glaube ich, ein großer Unterschied. Der Krug modelliert in der Kiste da, ist als Fünfzackkrug in Form eines Schornsteins möglich. Muss ja auch nicht stehen. Du kannst auch Wasser reinkippen, jedenfalls dort. Aber in der Realität würde er nicht bestehen. Ja, das ist doch der Punkt mit der Täuschung. Ja, also Ahriman gibt mir die Illusion, ich habe da die Freiheit. Ich kann im Programm irgendwie dreidimensionale Raumschiffe bauen und durch Galaxien fliegen. Das geht ja alles. Es ist aber eine Illusion. Ja. Und in der Illusion sitzt der Zwang auf einer erhöhten Ebene. Du bist nämlich gezwungen, in die Illusion zu gehen, in die achte Sphäre, in den Ahriman hinein. Ja, sehr spannend, sehr gut. Und diese Auseinandersetzung mit der Materie, die etwas sehr Schönes, auch Fruchtbares sein kann, die findet nicht statt. Das heißt, dieser ganze Ahriman-Plot, der ist christlich. Das ist der Gott dahinter, der aus dem Nichts schöpft. Mit dem Unterschied, wir können nicht aus dem Nichts schöpfen, denn erstens, erste Medienebene ist die Kiste, zweite Medienebene ist die Software, dritte Medienebene ist die Toolbox rechts in deiner Software, vierte Medienebene ist die Maus und so weiter. Das heißt, du bist ja nicht der, der zunächst das Wort spricht und dann werde Licht, sondern du musst ja du musst Zwängen folgen. Richtig. Ohne die Toolbox, ohne die Anwendung kannst du es nicht erreichen. Und es suggeriert deinem Geist, dass er noch da sei. Dabei ist der Geist da gar nicht mehr. Richtig, das ist schon alles ganz kanalisiert. Und das ist Materie, ulkigerweise. Das, was aus der virtuellen Kiste kommt? Nein, insofern, als dass ich meinen Geist da hineinbegebe und in dem Maße, in dem ich der virtuellen Kiste gestatte, mir die Illusion aufzudrücken, ich würde handeln, statt zu reagieren. Ja. In dem Maße materialisiert mein Geist und lässt sich bannen davon. Aha, tatsächlich, das saugt quasi das ab. Ja. Ja, diesen Willen zur Gestaltung. Ja, und das ist die achte Sphäre. Dualistische Religionen brocken uns eine Menge ein. Als Heiden können wir mit dem Fetisch, sowohl im virtuellen,
wie auch in der wirklichen Welt viel besser umgehen. Ja, wunderbar. Danke. Und jetzt habe ich wirklich noch den Schlusssatz Heideggers. Wir können uns eigentlich die ganzen Zwischenschritte des Aufsatzes durchaus sparen, denn wir haben vieles schon vorweggenommen, was Heidegger hier sagt. Aber das am Ende vielleicht nochmal. Wann und wie kommen Dinge als Dinge? Sie kommen nicht durch die Machenschaft des Menschen. Sie kommen aber auch nicht ohne die Wachsamkeit der Sterblichen. Der erste Schritt zu einer solchen Wachsamkeit ist der Schritt zurück aus dem nur vorstellenden, das heißt erklärenden Denken, in das andenkende Denken.